Schönen guten Abend auch von meiner Seite. Ja, herzlichen Dank für die nette Einführung. Ich komme in der Tat vom Zentrum Klimaanpassung am Deutschen Institut für Urbanistik und versuche jetzt gleichzeitig Ihnen meine Folien schon mal freizugeben. Dann fängt das auch an, spannend zu werden. Das Deutsche Institut für Urbanistik ist nicht jedem bekannt, ist das größte deutschsprachige Stadtforschungsinstitut und besteht seit gut 50 Jahren mittlerweile. Grundsätzlich beraten wir Städte, aber mittlerweile auch Kommunen aller Art, aller Größe, auch die Landkreise etc. pp. Und das ist für so ein Thema. Wir beschäftigen uns da jetzt sehr lange schon mit, über 12 Jahre, ich selbst seit 15 Jahren mit dem Thema, wie können sich eigentlich Kommunen, wie können sich auch andere anpassen an die Auswirkungen klimatischer Änderungen oder an Extremereignisse. Und ich habe mir erlaubt, ich werde die 45 Minuten vermutlich voll ausnutzen, weil ich Ihnen nicht nur das Zentrum Klimaanpassung vorstellen möchte zu Beginn, sondern Ihnen auch Sie ein bisschen mitnehme, warum machen wir das eigentlich alles? Herr Brandt hat schon einige Dinge genannt. Und warum existiert das Zentrum Klimaanpassung unter anderem neben diversen weiteren Einrichtungen und natürlich den vielfältigen Aktivitäten in ganz Deutschland? Wir haben danach sehr schön viel Gelegenheit für Fragen, für Diskussionen. Gar nicht so sehr vielleicht nur an mich, aber gerne natürlich, ne? Und aber ich glaube, dieses Thema ist als ursprünglich mal, wir haben ja mal so gesagt, die hässliche kleine Schwester des Klimaschutzes. Mittlerweile ist sie ein bisschen erwachsener geworden und auch hübscher, auch wichtiger. Und insofern würden wir sie die zwei Seiten einer Medaille nennen wollen. Und wissen auch, warum, nämlich, dass das beides wichtig ist, um für die Zukunft vorzusorgen. Sie sehen hier, dass wir dieses Zentrum Klimaanpassung, das führen wir am DIFU durch, gemeinsam mit den Kollegen von Adelphi, eine Forschungs- und Beratungseinrichtung auf privater Basis, sehr, sehr renommiert. Und wir machen das im Auftrag des Bundesumweltministeriums. Das machen wir seit April 21 offiziell und sind seit Juli 21 scharf geschaltet mit unserer Beratungshotline und ähnlichen Dingen und machen seitdem eine ganze Menge Sachen, die ich Ihnen jetzt mal vorstelle. Ich glaube, sehen Sie es mir nach, dass ich die Folie noch mal dabei habe. Es ist nicht für alle immer ganz klar, was der Unterschied ist zwischen Klimaschutz und Klimaanpassung. Deswegen mache ich das aber dennoch ganz kurz. Das eine ist das Einsparen von Treibhausgasen, also klimaschädlichen Dingen, die wir nun mal produzieren. Und die Klimaanpassung ist eben der Umgang mit nicht mehr abwendbaren Folgen des Klimawandels, aber eben auch mit Extremwetterereignissen. Und da überlappt es sich natürlich und richtigerweise mit all dem, was wir auch schon mal Katastrophenvorsorge nennen oder einfach nur Starkregenvorsorge, Hitzevorsorge und ähnliche Dinge, ne? Und manchmal auch relativ unabhängig davon, ob es da jetzt einen klimatischen Grund für gibt oder nicht. Eine Überflutung ist schlimm genug. Der Hitzesommer, die trockenen Äcker eben auch, ne? So, gibt kein Entweder-Oder. Das ist unsere Strategie am DIFU. Das ist auch die überwiegende Strategie derjenigen, die sich mit klimatischen Änderungen, mit dem Klimawandel an sich beschäftigen. Und so versuchen wir auch das zu halten, indem wir sagen, ja, das eine und das andere am besten auch gleichzeitig, weil es genauso wie viele andere Themen nun mal keine Zeit hat zu warten, ne? Was machen wir im Zentrum Klimaanpassung? Wir sind grundsätzlich erstmal eine bundesweit tätige Beratungs- und Informationsstelle für Kommunen und soziale Einrichtungen. Sie werden sich vielleicht fragen, was verstehen wir unter sozialen Einrichtungen? Dazu gehören eigentlich alles, was medizinisch, pflegerisch, Bildungseinrichtungen, Kindertagesstätten bis hin sogar zu alles dem, was wie Gemeindehäuser, wie Jugendclubs, wo sich einfach nicht nur privat gewohnt, gearbeitet oder produziert wird, sondern dort, wo Menschen wohnen, die betreut werden, wo Menschen geschult werden, wo Menschen einfach tagsüber sind, weil das entweder sie das müssen,
oder eben, weil sie sich dort aufhalten wollen und nicht irgendwo anders hocken wollen, während es beispielsweise zu heiß wird oder so, ne? Was wir tun ist, wir machen grundsätzlich helfen wir beim Aufbau von Wissen. Wir vermitteln die ersten Schritte. Wir unterstützen auch diejenigen, die schon ein bisschen weiter sind. Genauso. Wir helfen bei der Aus- und Fortbildung von Personal, insbesondere bei den KlimaanpassungsmanagerInnen, die jetzt seit einiger Zeit gefördert werden, die davor aber auch sich unter anderem Namen schon einen Namen gemacht haben in verschiedenen Kommunen. Und wir bringen insbesondere sowohl im vertikaler als auch in horizontaler Weise bundesweit Akteure zusammen, egal ob es sich um die Bundesverbände verschiedenster Couleur handelt, Fachverbände, kommunale Spitzenverbände, Wohlfahrtsverbände, als auch auf kommunaler Ebene, regionaler Ebene. Und natürlich versuchen wir auch Bund, Länder und die kommunale Ebene näher für dieses Thema zusammenzubringen, weil es natürlich nur gemeinsam geht, wie ich gleich nochmal zeigen werde, ja. Wir versuchen, das immer aktuelle Anpassungswissen zur Verfügung zu stellen und arbeiten deswegen sehr, sehr eng zusammen mit beispielsweise dem Umweltbundesamt, der Beratungsstelle Kompass, die seit weit über 10 Jahren verschiedene Services auch für Kommunen erbringt, aber das nicht im Beratungssinne, sondern im Sinne der Wissensbereitstellung. Wir arbeiten viel auch mit den Kompetenzzentren und Wissenstransferzentren in den Bundesländern. Auch sie haben in Bayern ja ein Kompetenzzentrum für Klimawandel am Landesumweltamt oder Landesamt für Umwelt heißt es, glaube ich, ganz offiziell mit dem Dr. Jonek an der Spitze. Genauso arbeiten wir, wie gesagt, mit den anderen 12 oder 13 Wissenstransferstellen in Bundesländern zusammen und unterstützen die restlichen Bundesländer noch ein bisschen aktiver, die solche Einrichtungen noch nicht haben. Die Arbeitsteilung ist da sehr gut, zum Teil deswegen, weil es auch hocherfahrene, längerjährig schon vorhandene Einrichtungen gibt, aber insbesondere deswegen, weil die Landesumweltämter, aber auch diese Kompetenzzentren meistens ein bisschen besseres Wissen über die Regionen und einzelne lokale Spezifizierungen haben, als wir das logischerweise haben können über ganz Deutschland. Und so ergänzen wir uns sehr, sehr gut und gehen dahin, wo Bedarf besteht und wo die Landeskompetenzzentren das gut alleine hinkriegen. Dort gehen wir eben dann mit anderer Form hin oder beraten einfach nur über die Hotline. Dass wir neben den KlimaanpassungsmanagerInnen und den Kompetenzzentren rund um unsere zentrale Zielgruppe noch zwei weitere haben. Das liegt einfach daran, dass wir einerseits mit den sozialen Einrichtungen, es gibt über 100.000 soziale Einrichtungen in Deutschland, und da sind wahrscheinlich nicht mal alle Schulen und Kindergärten mitgezählt. Da kommen wir mit etwa in der Summe vielleicht 11 Vollzeitäquivalenten, kommen wir natürlich nicht an alle persönlich dran, sondern wir arbeiten natürlich dort mit Multiplikatoren. Und das sind in diesem Falle die Wohlfahrtsverbände, die freien Wohlfahrtsverbände, wie Rotes Kreuz, wie Caritas, wie die Diakonie, Arbeiter-Samariter-Bund und noch diverse weitere, die alle in der Arbeitsgemeinschaft der Wohlfahrtsverbände auch organisiert sind. Und Sie können sich vorstellen, dass so ein Zentrum Klimaanpassung auch Aufmerksamkeit bei Bürgerinnen und Bürgern erzeugt. Hier sind unsere Partner die Verbraucherzentralen in den Ländern, weil wir selbst nicht jede Bürgeranfrage bearbeiten können, sondern wir geben dann weiter an die kompetenten Verbraucherzentralen oder auch andere Einrichtungen, die auch Bürgerinnen und Bürger beraten. Das hat letztlich einfach mit dem Auftrag zu tun. Das hat damit zu tun, dass wir diese Kapazitäten, die wir haben, auf die weniger aktiven Kommunen und sozialen Einrichtungen und Verbände konzentrieren und entsprechend halt eine Unterscheidung treffen. Aber das funktioniert so sehr, sehr gut. Was macht das Zentrum Klimaanpassung als Leistung? Ich hatte Ihnen schon gesagt, die Beratung zur Umsetzung, die Förderberatung, Fortbildung für insbesondere KlimaanpassungsmanagerInnen, aber durch die Wissenstransferformate, die wir haben, auch von wirklich vielen, vielen 100 weiteren Menschen schon in diesen 1,5 Jahren. Und dieser Vernetzung und Austausch komme ich gleich kurz zu, was das alles ist. Vielleicht der eine oder die andere von Ihnen schon teilgenommen. Ich habe
Herrn Brandts Wunsch nach, ich sage jetzt mal, Details in der Förderberatung insofern jetzt nicht nachkommen können, weil es ein sehr, sehr großes Feld ist. Sie können sich vorstellen, allein auf Bundesebene verstecken sich ja nicht nur die Förderprogramme des Bundes, des Bundesumweltministeriums für Kommunen, also dort, wo man Klimaanpassungskonzepte, wo man Modellprojekte beantragt, wo auch Klimaanpassungsmanager beantragt werden können oder Unterstützungsleistungen dafür, sondern es verstecken sich klimaanpassungsrelevante Förderleistungen in der Städtebauförderung, sie verstecken sich in landwirtschaftlichen Förderprogrammen wie den LIDA-Förderungen, aber auch für einzelne Landwirte. Sie verstecken sich im Verkehrsbereich unter Umständen, im Klimaschutzbereich sogar, wenn es nämlich beispielsweise darum geht, Elektrobusse oder auch andere Busse mit Klimaanlagen auszustatten, Verkehrseinrichtungen, Hitze gerechter zu gestalten. Auch das geht noch über Leistungen der nationalen Klimaschutzinitiative. Und Sie sehen, deswegen ist es gut und wichtig, das finden Sie alles aufbereitet auf unserer Homepage, was die Förderungen angeht, schon einmal zum Reinlesen. Und wer Bedarf hat, gerne dann auch natürlich sich mit einer konkreten Frage, mit einem konkreten Bedarf auch gerne an unsere Hotline wenden. Da sitzen die Kolleginnen und Kollegen, die wirklich, würde ich mal sagen, 95% aller relevanten Förderprogramme in Deutschland von Bund, von Ländern, von Stiftungen, von anderen Institutionen einfach generell parat haben, sich das notfalls notieren und dann zurückkommen und eine Antwort geben, Orientierung geben. Das ist unsere Aufgabe. Wir machen Förderberatung im Sinne, was könnte an Förderprogrammen in Frage kommen? Wir machen keine Antragsberatung für Antragsteller. Da sind dann die Projektträger wie Projektträger Jülich oder Projektträger DLR, die ZUG etc. zuständig. Ne? Nur dass sie will nicht langweilen, aber das ist leider so, dass die Aufgabe auch aus rechtlichen Gründen geteilt ist. Ne? So, das Ding mache ich jetzt mal weg. Und die Beratung zur Umsetzung ist insofern natürlich nicht unwichtig, weil es sich sehr, sehr viele Dinge gehen auch ohne dezidierte Förderung. Man muss sie nur frühzeitig in die Projektplanung in Kommunen, in Sozialungen mit einbringen. Das heißt, überall dort, wo beispielsweise ein Platz oder eine Straße umgebaut wird, es ist entscheidend, wie sieht diese Straße, wie wird sie gestaltet, mit welchem Material wird sie gedeckt, was sowieso bezahlt wird, wo kommen gegebenenfalls Bäume und anderes Grünvolumen hin, Büsche. Es ist an sich gut und klar, dass man nicht alles versiegelt. Das sind alles Dinge, die in eine Investitionsplanung auch heute schon aufgenommen werden können. Und insofern arbeiten wir da auch stark dran, nicht nur dann mit sozusagen den Stabsstellen und den Einzelkämpferinnen und Kämpfern in den Kommunen zu arbeiten, sondern sehr breit über den Umweltbereich hinaus in die Stadtplanung, in die Straßenverkehrsplanung, in die Entwässerungsplanung etc. pp., in die Bauherrenberatung in den Kommunen mit reinzukommen, weil das Wissen da ist und sofort, ab sofort quasi in die Köpfe derer kommen muss, die selber dann planen und umsetzen, egal ob privat oder Kommune. Ne? So, diese Fortbildungen, die wir haben, sind dreierlei. Wir haben 6-mal im Jahr solche Online-Workshops oder ZKA-Spezials heißen sie heute. Wir haben auch eine große Vernetzungskonferenz einmal im Jahr online, wo immer zwischen 300 bis 600 Menschen teilnehmen aus verschiedensten Hintergründen, überwiegend Kommunen. Und wir haben diese regionalen Klimawerkstätten, mit denen wir als Mobilisierungsformat sozusagen in Gegenden gehen, wo es noch wenig Aktivitäten gibt und auch wenig Unterstützung seitens anderer Institutionen oder auch des Landes, weil wir dort feststellen, es gibt aus verschiedensten Gründen wenig aktive Kommunen oder weniger aktive Regionen. Und dort ist das so ein Startpunkt, zu informieren, zu sensibilisieren, aber auch zum Handeln zu mobilisieren, in der Hoffnung, dass sie sich dann selbst informieren und auch sich an uns wenden oder auch jemand anders, wer auch immer gerade opportun zur Verfügung steht. Ne, das ist schon wichtig. Ja, Sie sehen,
Unsere Aktivitäten schauen wir in Abstimmung mit den Länderkompetenzzentren. Wo sind Betroffenheiten, besondere Betroffenheiten des Klimawandels? Ja, die Lupe zeigt jetzt gerade mal auf Ostdeutschland, auch letztlich wegen der großen Betroffenheiten, zeige ich Ihnen gleich nochmal durch Trockenheit, durch hohe Temperaturen, Wassermangel etc. Aber wir überschneiden das natürlich mit den verfügbaren Kapazitäten vor Ort zur Anpassung, aber auch zu, wie können sich Kommunen und Einrichtungen letztlich auch aufgrund ihrer Finanzsituation mit dem Thema beschäftigen und wo brauchen sie einen Stups vielleicht auch, ne? Und dann natürlich, wie gesagt, die Beratungsmöglichkeiten, die seitens des jeweiligen Bundeslandes oder sogar der Region zur Verfügung gestellt werden. Das ist auch wichtig, damit wir nicht die Kapazitäten überlappen und doppeln, sondern dahin kanalisieren, wo sie auch gebraucht werden. Dass wir seitens des Bundesumweltministeriums nach dem Regierungswechsel nochmal neue Impulse, inhaltliche, strategische Impulse bekommen haben, das können Sie sich vorstellen. Ist ganz klar, wenn sozusagen dann ein neues Regierungsprogramm rauskommt. Wir haben drei große Schwerpunkte neben den üblichen Klimaanpassungsthemen auf dem Tisch, das nämlich insbesondere zu kommunalen Hitzeaktionsplänen zu beraten, den Kompetenzausbau in strukturschwachen Regionen weiter voranzutreiben, was zugegebenerweise vorher auch schon die Aufgabe war, und einmal im Jahr eine Woche der Klimaanpassung durchzuführen, zu organisieren, quasi als Schaufensterveranstaltung für, ich hätte beinahe gesagt, alle diejenigen, die in der Woche oder rund um diese Woche eine Veranstaltung im Kontext Klimaanpassung machen. Und wir waren ganz erstaunt bei der ersten Woche der Klimaanpassung im September 22, dass wir aus 140 Institutionen tatsächlich Angebote hatten, die alle zeigen wollten, was sie machen. Von Klimaspaziergängen über Symposien, Beiratssitzungen, Eröffnungen von umgesetzten Maßnahmen etc. pp. Also diese Woche der Klimaanpassung kann man nur einladen, wenn wir dazu aufrufen. Kommen Sie gerne dazu, wenn Sie oder wenn Sie jemanden kennen, leiten Sie es weiter. Das ist sozusagen Deutschland zeigt, was wir schon machen, obwohl noch so viel weiteres auch in der Fläche zu tun ist. Sie erreichen uns, das hatte ich zu Beginn schon mal zu Protokoll gegeben, insbesondere über unsere Website zentrum-klimaanpassung.de. Und dort finden Sie auch eine Menge anderer schöner Sachen, insbesondere viel Wissen, verpackt sowohl in Podcasts und Erklärvideos, in viel Text, in einige Linklisten, die bestimmt von Interesse sind. Und wenn Sie vernetzt sind, schauen Sie gerne mal auf Twitter und auf LinkedIn, was wir auch sonst tun. Das ist das übliche digitale Angebot, was unsere analogen Dinge auch gut ergänzt. Und die Wissensbasis, die Drehscheibe eigentlich ist. Ne? Das lasse ich gerne so stehen. Wir sind sehr, sehr froh, dass wir über unseren Newsletter fast 1.800 Abonnierte erreichen können. Das hilft sehr, um auch alles das, was neu ist, pardon, ins Land zu tragen. Die Teilnahmen an Einzelberatungen, an Besuchen vor Ort und Dinge, die wir in mühsamer Einzelarbeit in die Netzwerkarbeit gesteckt haben, das sehen Sie hier. Ist so ein bisschen Name and Fame für 1,5 Jahre, aber wie wir glauben, sind das ganz gute Zahlen, die ja immer noch das ergänzen, was in den Bundesländern auch noch passiert, ne? Und in den einzelnen Kommunen. So, jetzt funktioniert das gerade mal wieder nicht so, wie ich möchte. Jetzt geht's aber. Warum machen wir das aber eigentlich alles seit vielen Jahren? Das ist kein neues Thema, ne? Wie gesagt, ich mache Klimaanpassung seit 15 Jahren, damals noch sehr stark im Forschungsbereich. Die Frage, was ist eigentlich Sache? Und insofern gibt es, Sie sehen es hier nicht nur in 22, sondern auch in 2018, ja, die Fragen mit dem Sie sehen diese Online-Umfrage,
Screenshots, die sind aus 2018, hätten aber genauso gut aus 2020 oder aus 2019 sein können. Vorher hat da uns ja keiner geglaubt, obwohl einige von Ihnen aus Süddeutschland ja durchaus hohe Temperaturen kennen, ne? Aber tatsächlich hat das vorher, vor 2018, keiner geglaubt. Damals war es eben nicht Temperatur, wie Sie hier sehen mit den Warming Stripes, die auch einfach vorangehen. Und es gibt keinen Grund davon auszugehen, dass diese Tendenz sich ändert, selbst wenn sie mal etwas flacher wird, vielleicht dieser berühmte Hockeystick, ne? Aber tatsächlich ist das immer noch ein eindrucksvolles Bild, wo wir wissen, wir müssen uns auf Hitzeperioden, auf steigende Temperaturen etc. pp. Einfach frühzeitig vorbereiten, sowohl in der Siedlungs- und Gewerbegebietsstruktur als auch in wie wir bewirtschaften unser Land, wie wir leben, wie wir produzieren und ähnliche Dinge, wie Logistik funktioniert und so weiter und so fort. Das ist aber auch noch da, und zwar nicht nur vorletztes Jahr an verschiedenen Stellen. Im Eifelgebiet angefangen, aber das Tief Bernd hat sich ja nun leider auch noch in anderen Teilen Deutschlands Schäden angerichtet. Aber Sie sehen auch, es gibt Städte und Gemeinden, über die wird nicht mehr besprochen und gesprochen. Auch die sind immer noch da, und ich will auf die Oder und die Elbe Hochwasser und die Schwarze Elster gar nicht kommen. Wir haben angefangen eigentlich an diesem Thema zu arbeiten, weil es auch bereits 2005, 2003 Hitzesommer gab. Es gab 2008, 2009, 2010 schwere Überflutungen im Ruhrgebiet, in städtischen Bereichen. Ja, und ich erspare Ihnen das, weil es nicht darum geht, diese Bilder zu zeigen, sondern zu zeigen, dass das, was wir bisher immer dachten, dass in Ausnahmen damals dachten, schon eine Menge Leute, eine ganze Reihe Jahre unterwegs sind, sich beispielsweise mit der Hochwasservorsorge, mit der Überflutungsvorsorge gegen Starkregen versuchen zu schützen. Und es ist ein kommunales Thema, und es ist ein Thema auch für jeden Einzelnen, was die Eigenvorsorge zu Hause angeht. Sie sehen hier, ich beziehe mich jetzt auf eine Veröffentlichung, die aus 2021 ist, die Klimawirkungs- und Risikoanalyse für ganz Deutschland. Die ist deswegen so wichtig, nicht weil sie die Wahrheit gepachtet hat, sondern weil sie sehr gut aufbereitet, weil es auch die zweite Ausgabe ist, wie die prognostizierten Klimafolgen, also das heißt, was die globalen Klimaszenarien runtergebrochen auf regionale Klimaszenarien, runtergebrochen auf regionale und lokale Klimaauswirkungen dieser Klimaveränderungen einfach so mit sich bringen. Und Sie sehen, dass die tatsächlichen wesentlichen klimatischen Einflüsse Hitze, Trockenheit, der durchschnittliche Temperatureinstieg, Starkregen, die Abnahme von Niederschlägen und die noch wenig erforschte Zunahme, Abnahme von Starkwind ist und alles andere etwas dahinter abfällt, wobei man wohl die zusätzliche Sonnenstrahlung nicht außen vor lassen dürfte. Das darf man ruhig sagen. Die folgenden Bilder sind aus dieser Klimawirkungs- und Risikoanalyse. Und der interessante Vorteil ist, dass die Kolleginnen und Kollegen, die das bearbeitet haben, diese wesentlichen Einflüsse nicht getrennt betrachtet haben ausschließlich, sondern sie auch überlagert haben. Und daraus entstehen solche Karten, die einfach zeigen, oder in welchen Regionen eigentlich besonderer Handlungsbedarf ist. Das Ganze lässt sich auch wieder auseinanderbringen in dieser Studie und auch in anderen Betrachtungen. Aber es sind jetzt nicht unbekannte Gegenden, die hier tatsächlich in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts zum Tragen kommen. Das ist heute schon bekannt und auch stattgefunden. Aber wie sozusagen dann auch die weiteren Veränderungen tatsächlich auch in der zweiten Jahrhunderthälfte zum Tragen kommen, ne? Wie gesagt, ist hier eine Überlagerung aus diesen ersten sechs Indikatoren und eben keine Einzelindikatorik, aber Sie sehen deutlich die Trockenheitanfälligkeit, Sie sehen deutlich die Hitzeanfälligkeit, Sie sehen im Süden, am Alpenrand logischerweise eine Sturzflutgefährdung mit drin.
Und die Ballungsgebiete sind auch an bestimmten Stellen gut zu sehen. Ne? So, jetzt muss ich das mal machen. Das Gleiche ist hier sozusagen jetzt ist es die zweite Hälfte, die Pytognathie, die zweite Hälfte des Jahrhunderts zu sehen, wie sich das deutlich verstärkt. Und das ist letztlich der Horizont, auch wenn wir sagen, wir müssen heute loslegen. Wir verändern pro Jahr zwischen 1 und 2% unserer Siedlungsflächen. Die kommt ein bisschen darauf an, wer Verkehrsminister ist. Aber tatsächlich sind die Chancen, die Potenziale liegen genau darin, 1 bis 2% pro Jahr können wir verändern und werden es ab heute tun müssen. Und zwar in der richtigen Weise, weil wir sie danach rechnerisch, wenn Sie so wollen, 50 Jahre nicht wieder anpassen können, ne? Aber wer sagt, die deutsche Stadt ist gebaut, das ist nicht richtig. Und auch die deutsche, sagen wir mal, jedes Dorf verändert sich regelmäßig, jede Anlage. Wir müssen darauf achten, dass wir jetzt das Richtige tun. Ein bisschen zusammengefasst, das ist eine Tabelle auch aus diesem Ding, sehen Sie die verschiedenen Bereiche, Branchen, Handlungsfelder auf der linken Seite und wie dort eingeschätzt wird, wie sozusagen im Laufe der Entwicklung eigentlich die Risiken zunehmen. Und das ist ein bisschen ein Bild dafür. Wir müssen das zwar integriert betrachten, aber hier gibt es eben Handlungsfelder wie die Landwirtschaft, wie die Waldwirtschaft, die im pessimistischen Fall deutlich stärker betroffen sein werden und letztlich deutlich schlechtere Anpassungskapazitäten haben als jetzt andere Handlungsfelder, ne? Und das hat mehr mit der Einflussnahme zu tun, die wir als Menschen haben auf bestimmte Dinge, ne? Ist zum Anregen, da einen Blick mal reinzuwerfen in diese KWRA 2021, ist wichtig, um zeigen zu können, auch anderen Kolleginnen und Kollegen von Ihnen, was wir eigentlich alles wissen und warum Handlungsbedarf besteht. Ja, Überflutung hatte ich erwähnt. Ich habe die Stürme, Sommerstürme wie Winterstürme erwähnt. Ich habe die Aufheizung, die Trockenheit erwähnt. Sie sehen auf dem dritten Bild von links, dem zweiten von rechts, eine hart gedorrte Parkfläche, die weder noch etwas zur Verdunstung beiträgt, sondern die ist hart wie Asphalt. Wenn hier der nächste Starkregen drauf kommt, fließt das Wasser ab, und es geht nicht in den Boden. Deswegen ist die gemeinsame Betrachtung von diesen Phänomenen, die im Sommer stattfinden können oder auch im Frühjahr und im Herbst, genauso wichtig wie das Thema Wald- und Heidebrände, von denen wir jetzt in den letzten 3 Jahren auch viele gesehen haben, weil vorher so gut wie keiner vernünftig hingeguckt hat, bis auf die Förster selber, ne? Dass wir dennoch, weil wir nun mal unsere Lebensumstände anschauen wollen, hier ein bisschen hingucken müssen, zwangsläufig. Wo wirkt eigentlich klimatische Änderung oder ein Extremereignis? Habe ich immer gerne diese Grafik dabei, die ja zeigt, dass wir nicht nur eine Aufheizung von Gebäuden haben, wir haben Überflutungen von öffentlichen wie privaten Flächen gegebenenfalls. Wir haben aber auch im öffentlichen Straßenraum eine Situation, die zur Überhitzung und zur Aufheizung beiträgt, nämlich und dann noch sich überlappt mit anderen Umweltbeeinträchtigungen wie Lärm, wie Abgasen und ähnlichen Dingen. Ja. Das heißt, die Schottergärten haben wir auch mal mit aufgenommen. Und reine Architektenpflanzen helfen auch nicht so richtig, sondern das Einzige, was hilft, ist weniger Hitze, weniger Aufheizung und mehr Verschattung bei dem einen Teil und bei dem anderen ist, man muss Wasser lenken, solange man kann, oder es eben versuchen aufzuhalten und ansonsten aus dem Weg gehen. Das ist Ihnen, je nachdem, wo Sie herkommen, leider auch zu gut bekannt, ne? Die Lösungen sind aber auch da und das ist die gute Nachricht. Die Lösungen sind bekannt. Die Lösungen sind umzusetzen, nicht immer einfach. Das betrifft den Umgang mit Regenwasser, das betrifft das Entsiegeln, weniger Material benutzen, was sich aufheizt, Wasser auch wieder in die Stadt zu bringen, sichtbar zu machen, nicht unterirdisch einfach nur wegzubringen, mit anderen Farben zu arbeiten und natürlich das Thema Dach- und Fassadenbegrünung als ein Mittel der sowohl der Hitzevorsorge, aber sicherlich auch Regenwasserrückhalt und eben nicht aufheizen, Schutz des Gebäudes selber. Ne?
Das zusammengefasst in solchen Dingen. Ich wiederhole das nicht alles aus Zeitgründen, aber Sie sehen hier natürlich gewissermaßen die ideale Welt, die Gegenwelt, die sagt, wir haben Möglichkeiten, mit Wasser anders umzugehen, auch zur Grundwasserauffüllung beizutragen durch Versickerung. Dadurch steht jetzt auch Pflanzen zur Verfügung vor Ort. Wir müssen aber auch irgendwo zwischenspeichern können für die Bewässerung. Und natürlich können wir den Straßenraum wie auch die Gebäude so konstruieren und mit Schutzmaßnahmen ausstatten, dass sie sowohl gegenüber Extremereignissen, aber auch den Klimaänderungen in Zukunft ganz gut gewappnet sind. Ja. Und diese Elemente sind alle da. Man muss es nur machen. Und das Machen obliegt nun mal denjenigen, die selbst bauen, die planen als Architektinnen, Architekten, die aber auch genehmigen, die auch Bauleitplanung machen etc. pp. Das ist extrem wichtig, dass wir hier wirklich in der Breite alle überzeugen, dass das wichtig ist und dass es auch nicht unbedingt Mehraufwand ist, wie Sie hier sehen. Der entscheidende Punkt ist, wenn wir schon Belag auswählen, dann wählen wir keinen dunklen Belag mehr aus. Dann wählen wir einen Belag aus, der auch nicht Hitze so sehr speichert. Das ist das, was man in die Bücher schreiben kann und auch schreiben muss. Die gesetzlichen Grundlagen sind insofern nicht ganz unwichtig, weil auch die Bundesrepublik, aber auch die einzelnen Länder schon sehr, sehr lange sich mit der Klimaanpassung beschäftigen. 2008 sehen Sie mit der deutschen Anpassungsstrategie, die regelmäßig jetzt monitort wird für all das, was auf Bundesebene passiert. Wir kommen selber letztlich auch aus Aktivitäten auf Bundesebene, das Zentrum Klimaanpassung, nämlich der Drei-Punkte-Plan. Ist letztlich auch darauf zurückzuführen. Und da freuen wir uns sehr drüber, weil sich die kommunalen Spitzenverbände am Ende auch durchgesetzt haben, dass der Bund so eine Möglichkeit schafft, der Beratung, des an die Hand nehmens, Orientierung geben. Was wohl so ist, es ist keine Pflichtaufgabe, die Klimaanpassung in Kommunen in Deutschland. Das hat auch verschiedenste, sagen wir mal, Konsequenzen gegebenenfalls, was Fördermöglichkeiten angeht. Das ist Ihnen bestimmt allen nicht ganz unbekannt, wie dann auch Konnexitätsprinzip und so weiter sich mal mehr oder weniger gut auswirken. Was aber diese Diskussion auf keinen Fall verstellen darf, ist, wir brauchen eine effektive und insbesondere gemeinsame Klimavorsorge in Deutschland, die nicht nur seitens der kommunalen Verwaltung getrieben wird, sondern gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern, mit der lokalen Wirtschaft, mit den Ländern und natürlich auch mit zivilgesellschaftlichen Initiativen. Alle müssen da Hand in Hand arbeiten, und eine Aufgabe übernehmen. Das ist eigentlich das, was wir seit längerem wissen und deswegen auch da keine weitere Forschung mehr nötig ist, sondern Umsetzung ist angesagt. Dass das auf verschiedenen Ebenen der Vollständigkeit, da habe ich Ihnen das mitgebracht, gibt es da Wissensträger, es gibt Zuständige und insbesondere auf kommunaler Ebene, wie auch auf Landesebene, gibt es Vorreiter. Gerade die Großstädte, aber auch andere kleinere Städte und Gemeinden sind da wirklich mit gutem Beispiel seit vielen Jahren unterwegs und die versuchen wir natürlich auch nach vorne zu bringen als gute Beispiele, als ansprechbar für jemanden, der sagt, ich möchte das auch, aber ich möchte sehr schnell lernen. Und es gibt diverse Nachzügler, das darf man auch nicht verschweigen. Und die liegen bei den kleinen und mittleren Kommunen eher im ländlichen Raum, eher in strukturschwächeren Regionen und auch in Verwaltungen oder auch anderen Institutionen, die nicht so projektaffin sind, nennen wir es jetzt mal so, ne? Klimaanpassung ist immer noch ein bisschen Projektarbeit, ist keine ganz normale Arbeit, weil sie als Querschnittsbereich muss sie überall reingebracht werden, ne? Und dazu braucht man ein paar Vorarbeiten und auch jemanden, der andere überzeugt davon, ne? So. Zentrale Treiber, und das ist das, was eigentlich so schade ist, es ist immer noch die eigene Betroffenheit, tätig zu werden nach einem Extremereignis mit Schadensfällen. Natürlich sind die Förderungen des Bundes auch ein gewisser Anreiz, aber tatsächlich ist es nicht so stark wie die eigene Betroffenheit, wenn einem die Bevölkerung auf den Tisch steigt, aufs Dach steigt, das, was getan werden muss.
Die Verfügbarkeit von Beratung und Klimainformationen ist sicherlich wichtig für die Umsetzung, aber ist nicht notwendigerweise der Startpunkt, dass jemand sagt, ich fange jetzt mal an. Aber tatsächlich ist es natürlich so, dass es dann sehr viel schneller gehen kann. Hemmnisse werden immer wieder genannt, Personalkapazitäten, aber auch Wissen, Fähigkeiten, Vorerfahrung. Natürlich die Frage, wie werden auch Investitionen finanziert? Ich hatte ihn da genannt, die Städtebauförderung. Investitionen ist immer das eine. Natürlich müssen wir auch Hilfestellung leisten, wie Kommunen eigentlich im Nachgang auch diese Investitionen unterhalten können, ne? Das gilt nicht nur für Grün, das gilt auch für andere Anlagen. Viele, viele Unglücksfälle in beispielsweise infolge von Starkregen, Überflutungen kommen aus nicht gepflegten Gräben, aus nicht gepflegten Kanalisationen. Zuständigkeiten sind nicht klar. Es ist nicht trainiert worden an bestimmten Stellen. Das sind alles keine Vorwürfe in dem Sinne, sondern es sind einfach Begründungen, die gar nichts damit zu tun haben, ob jemand jetzt mehr oder weniger Retentionsvolumen manchmal hat, sondern ob er einfach sich mit dem Thema beschäftigt hat und und vorbereitet ist, wenn man so will, ne? So, das war erstmal, was Klimaanpassung für uns ist und was wichtig ist, in Hinsicht der breiten Umsetzung auch mitzunehmen. Dass Kommunen hier Dreh- und Angelpunkt sind, das ist, glaube ich, klar. Sie werden jetzt gleich sehen, ich versuche das. Sie müssen mir bitte noch 10 Minuten, Viertelstunde geben, dass wir dann auch in die Diskussion, in die Fragen kommen, weil Sie werden hier einfach ein bisschen sehen, warum das eigentlich so ist mit den Kommunen und auch ein paar Praxisbeispiele habe ich mitgebracht, ja. Interessant ist, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, vielen von Ihnen ist das nachhaltige Bauen, genauso wie das energieeffiziente Bauen, sicherlich ein Begriff. Wir bringen das immer deswegen noch ein bisschen mit, weil wir insbesondere privaten Bauherren und Bauherren, aber auch den institutionellen und auch den Genehmigungsbehörden immer wieder klar machen müssen, wir reden über die gleichen Gelegenheitsfenster, die genutzt werden müssen. Ja? Wenn Sie energetisch sanieren, müssen Sie auch Ihr Haus mit Objektschutzmaßnahmen, die es vielleicht braucht, ausstatten. Das ist die Gelegenheit, wenn Sie an die Fassade fassen. Wenn Sie das Dach machen, überlegen Sie, was nehmen Sie für die Dachdeckung. Wenn Sie draußen den Garten umbauen, überlegen Sie, wo fließt gegebenenfalls Wasser her, wo stehe ich und so weiter. Und das machen die Kolleginnen und Kollegen von der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen in ihren Dingen genauso gut wie verschiedene andere Beratungseinrichtungen, die mit Nachhaltigkeit oder mit Klimaschutz, Energieeffizienz oder ähnlichen Dingen sich beschäftigen. Deswegen haben wir das mal mitgebracht, weil es auch hier wichtige Gelegenheitsfenster für die Klimaanpassungsthemen sind, die sich hier bereits verstecken und man nichts Neues erfinden muss. Das ist eigentlich die zentrale Botschaft, ne? Ganzheitlich denken, das tun die Kolleginnen und Kollegen auch. Diese Angebote sind nicht kostenlos, sind nicht kostenfrei. Deswegen sind das Informationen von der Homepage. Aber ich grab denen sozusagen jetzt nichts ab, wenn ich sage, das sind schon gute und wichtige Vorbereitungen, die auch seitens Kommunen und insbesondere dann auch in der Beratung für private Bauherren und Bauherren genutzt werden müssen. Was man machen kann im Gebäudebereich und da drumherum sehen Sie hier so ein bisschen. Sie sehen auch hier die Kombination immer. Es gibt nicht nur immer eine Nutzung. Es gibt nicht eine Maßnahme, die nur für einen Zweck gedacht ist. Da haben die Kolleginnen insbesondere von dem Wissenschaftsladen Bonn ein sehr, sehr schönes Projekt gehabt, was sich gerade auch mit der Ausstattung von Gewerbegebäuden und Gewerbegebieten beschäftigt hat. Das ist so ein bisschen aber genauso analog für private Gebäude zu sehen. Hier ist es sehr wichtig, dass Gewerbegebäude an bestimmten Stellen grundsätzlich anders gebaut werden müssten, aber auch ein Gewerbebetrieb, ein Industriebetrieb sehr viel davon haben kann, wie Sie sehen, mit den Photovoltaik auf einer Fassaden- oder Dachbegrünung. Sie sehen Abdeckung, Hitzeschutz, wenn Sie so willen, durch Dachbegrünung auf Garagen. Sie sehen hier jetzt diesmal in den privaten oder in den Wohnungsbaubereich rein. Verschattung außen ist Trumpf, nicht innen.
Verschattungsmöglichkeiten durch Photovoltaikanlagen zur Südseite. Wir werden mehr Grün einsetzen. Wir müssen vielleicht weggehen, was wir vor 20 Jahren immer propagiert haben, große Fenster nach Süden. Wenn die nicht verschattbar sind, wird es kein spannender Sommer für die Anwohner. Das heißt, wir brauchen die im Winter vielleicht für passives Wärmen, ja, aber im Sommer brauchen wir noch weitere Lösungen, ne? Und das sind lauter Dinge, die finden Sie auch in ähnlicher Form in vielen, vielen anderen Leitfäden. Dazu gehört auch eine ordentliche Ausstattung des Geländes außenrum, nicht nur das Gebäude alleine, sondern eine Verschattung erfolgt gegebenenfalls, das ist dann Stadtplanung, durch ein gegenüberstehendes Gebäude. Verschattung erfolgt durch größere Bäume, die man frühzeitig pflanzen muss. Oder auch im Stadtbereich, die Stadt Wien setzt sehr erfolgreich Sonnensegel im öffentlichen Bereich ein. Das ist etwas, was temporär Lösungen sind, die auch Denkmalschützer beizubiegen sind. Es ist vollkommen klar, dass es in bestimmten Gegenden keine Bäume darf, wegen Blickachsen und ähnlicher Dinge. Aber wir müssen den Menschen, den Besuchern unserer Städte und Gemeinden auch ermöglichen, ich hätte mal gesagt, mit heiler Haut über größere Plätze in der steinernen Stadt zu kommen, ne? Also da muss uns einfach was einfallen gemeinsam, was alle Ansprüche befriedigt. Das sind Aushandlungsprozesse, um die werden wir nicht drumherum kommen. Und da gute Beispiele zu zeigen, das ist auch mit unserer Aufgabe. Sie sehen hier eine ganz typische Mulden-Regolen-System zwischen oder quasi durchlaufend in einem Wohngebiet. Das Gleiche gibt es schon seit vielen Jahren im Neubaubereich, fast überall in Deutschland, dass es vorgeschrieben ist, dass jeder sein Regenwasser in eine Regole zurückhalten muss, am besten sogar versickert, je nach Untergrund. Ja, und Sie sehen hier auch nochmal das Thema hellere Dachdeckung. Sie sehen die Kombinationen aus Warmwasseraufbereitung und Gründach oder eben Photovoltaik. Wir müssen wieder Dachüberstände planen. Es hilft nichts zu denken, die Klimaanlage wird schon richten, sondern wir müssen die Innenräume verschatten, gerade im Sommer, aber auch zu den anderen Jahreszeiten mit vielleicht externen Verschattungselementen. Es gibt hier auch schon einige Jahre einen Praxisratgeber für klimagerechtes Bauen, wo wir zwar ausgehend von dem, was wir quasi an Schutz vor Klimawirkungen mal begonnen haben, aber hier drin sind viele Vorschläge, wie man auch Klimaschutz und Klimaanpassung im Sanierungsfall, im Neubaufall vernünftig berücksichtigt. Und wir haben dieses als White-Label-Produkt, so nennt sich das in ausländisch, also heißt als für frei verfügbar für Kommunen oder auch für andere Einrichtungen auf unserer Homepage stehen, sodass man seine eigenen Kontaktdaten dort draufsetzen kann und es dann in Foyers und in der Bauherrenberatung einfach nutzen kann, ne? Das ist auch in der Bauleitplanung anderes Denken braucht, angefangen von, haben wir eigentlich einen Planer, einen externen Planungsunterstützung, der weiß, wie Klimaanpassung in der Bauleitplanung geht. Damit hat sich dieses Projekt beschäftigt und ist immer noch auf dem Stand, wichtige Hinweise zu geben, wie man eigentlich Klimaanpassung in der Bauleitplanung berücksichtigt. Bauleitplanung ist, für diejenigen, die das noch nicht kennen, die Rahmensetzung seitens der Kommune, wie Baugebiete bebaut werden dürfen, sowohl was die Kubaturen angeht, also die Volumina, die Linien, die Baulinien, zu welchen Fronten, die Höhen, die Farben, Materialien etc. pp. Und da ist einfach große Einflussmöglichkeit, wenn so ein Bauleitplanungsverfahren ansteht. Ja, deswegen ist es uns das so wichtig. Es ist ein hartes Instrument im Vergleich zu den Bauherrenberatungen etc. Die Gemeinde, die Stadt Riedberg, ist ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, dass eine kleine Gemeinde in Nordrhein-Westfalen in diesem Fall, aber das gilt auch für andere, ist ja beispielhaft, in der Lage ist, aus eigener Kraft und dann auch mit Förderungen, mit regelmäßigen Anträgen beim Land, beim Bund, sich selbst zu helfen. Die haben quasi von sich aus gemeinsam mit den Bürgern eine Starkregengefahrenkarte erarbeitet und die auch so elektronisch gezeigt, dass man auch dran weiterarbeiten kann, das lokale Wissen sozusagen zusammengetragen. Und umgekehrt dient diese Karte auch als Information, gewissermaßen als Aufklärung, damit man einfach weiß, wo ist was. Und das wird
gemeinsam mit der Verwaltung gepflegt, damit da auch kein Unsinn passiert sozusagen. Und ist eine sehr, sehr gute Ergänzung zu den zum Teil nicht so ganz einfach verständlichen Starkregen-Gefahrenkarten, die natürlich durch Ingenieurbüros erarbeitet werden. Ne? Der Kreis Gütersloh ist ein gutes Beispiel für eine Anreizfinanzierung, eine Initiative Grünsucht Dach, die gemeinsam mit diesen drei Städten mit der Förderung durch den Bund ein Anreiz, ein eigenes Förderprogramm sozusagen für Dachbegrünung, Fassadenbegrünung ins Leben gerufen hat vor einigen Jahren. Vorreiter war da, wo quasi private Hauseigentümer einen gewissen Anteil ihrer Investitionsunterstützung bekommen seitens der Kommune bis zu einem gewissen Gesamtumfang. Und das sind wirklich sehr gute Ansätze, um auch in den privaten Bereich, wo Kommunen offiziell ja keine Zuständigkeiten haben, eigentlich einzuwirken und anzuregen, tätig zu werden, sich selbst zu schützen, bei sich selbst vorzusorgen. Das Gleiche gibt es der Hitzevorsorge, der großen Hitzevorsorge, wenn man so will. Also das heißt, kommunale Hitzeaktionsplanung fängt an mit guter Information, mit guter Aufklärung, Verhalten im Hitzefall. Wo gibt es eigentlich Informationen? Da finden sich nahezu allen Kommunen, größeren Kommunen heute solche Checklisten, Hinweise zum Verhalten im Hitzefall, zur Vorbereitung davor, Seniorentelefone, Trinkwasserausgaben durch Cafés und Restaurants, gekühlte Räume, Vorräume von Verwaltungsgebäuden, Museen, Kirchen werden geöffnet als sogenannte Kühlungsräume, Cooling Rooms heißt das dann in Europa. Das sind alles so Dinge, die Kommunen von jetzt auf gleich machen können, weil es so viel gibt, auch seitens des Bundes, verschiedene Dinge, die man übernehmen kann, die man selber umsetzen kann. Und die sind auch wichtig, weil wir einfach nicht wissen, wie das nächste Jahr, wie der nächste Sommer wird. Die Wahrscheinlichkeit ist einfach recht hoch, dass wir wieder hohe Temperaturen bekommen in Landesteilen. Und die Wahrscheinlichkeit ist auch durchaus signifikant, dass es wieder zu einer Hitzeperiode kommt, egal ob die jetzt 4 Tage ist oder auch 9 Tage. Je länger sie dauert, desto schwieriger wird es für einige Bevölkerungsgruppen. Das Thema Fläche will ich Ihnen nicht ersparen. Wir müssen weniger Fläche verbrauchen. Wir müssen nicht nur für Wohnen und Gewerbegebiete. Und wenn wir diese Fläche brauchen, müssen wir sie anders gestalten. Das ist ein wichtiger Teil der Klimaanpassung, weil es hier darum geht, Regenwasser zu bewirtschaften, Starkregenabfluss möglichst zu vermeiden, Grundwasser zu schützen und möglichst anzureichern für die Trockenperioden, das weitere Absinken möglichst zu vermeiden. Und es geht natürlich um Bodenschutz, es geht um Erhalt von Biodiversität und Ähnlichem. Hier müssen wir deutlich anders planen und mehr Möglichkeiten schaffen, statt immer weiter auch private Grundstücke zu planieren und zu pflastern, Schottergärten, Ähnliches. Also unseres Erachtens gehören Autos zukünftig unter Gebäude und nicht mehr neben Gebäude. Wir müssen durchlässigere Materialien, Oberflächenmaterialien haben. Und wir müssen einfach überlegen, wie viel Platz brauchen wir wirklich für bestimmte Dinge auf unseren Grundstücken. Das ist wichtig und trägt bei zum Erhalt eigentlich dessen, was wir unsere Zukunft, unsere Lebensgrundlagen nennen. Ist am Ende nebenbei auch gesagt, auch endlich in Deutschland. Die Niederländer sind schon an dem Punkt, sie haben keine Flächen mehr, sie können sich nicht weiter ausbreiten und sie leiden auch am Ende wirtschaftlich darunter. Ne? Es ist nicht nur eine ökologische Frage, es ist eine ökonomische Frage. Dass Kommunen Einflussmöglichkeiten haben, haben wir in so einem kleinen Bericht mal zusammengefasst. Das ist wichtig. Kommunen müssen agieren. Sie müssen nicht denken, sie haben keinen Einfluss. Sie können agieren. Und das ist sowohl in der Bauleitplanung, das sind städtebauliche Verträge. Die Kommune muss klar sagen, was sie will, am besten mit ihren Nachbarinnen und Nachbarn zusammen, mit den Landkreisen zusammen. Nicht gegeneinander spielen, sondern miteinander. Nur so kann man diesen alienigen Weglauf mit Projektentwicklern, mit
Unternehmen, die von Kommune zu Kommune gehen und möglichst viel raushandeln an Gewerbesteuererleichterungen etc. pp., kann man ihnen entgegentreten. Das ist eine konstruktive Art, mit den Zukunftsthemen umzugehen. Die lassen sich durch solche Dinge durchaus machen. Und dazu muss man sich natürlich ein bisschen damit beschäftigen. Aber sie sind sehr, sehr gut Instrumente, da auch Klimaanpassung neben vielen anderen Zielen umzusetzen. Dass es auch in der Bewirtschaftung, in der Unterhaltung andere Ansätze geben muss, in den Kommunen, gerade dort, wo wenig Kapazitäten sind, das soll dieses Bild ein bisschen zeigen. Hier haben wir mit einigen Kommunen mal ausgearbeitet, was wäre denn, wenn wir den öffentlichen Bereich wie sozusagen ein Center-Management organisieren würden. Es kommen also nicht 5 Autos hintereinander, der eine für die Entwässerung, der zweite für Grün, der dritte für die Straßenfegerei und der vierte für, ich weiß nicht noch was, das Ordnungsamt, um falsch parken zu kontrollieren. Wie wäre es, wenn wir das bündeln und die wesentlichen Dinge sowohl in der Unterhaltung als auch im Monitoring eigentlich zusammenbringen? Das könnte wirklich viel Effizienz und Erleichterung für viele Themen ergeben, Ressourcen poolen, sowohl personelle als auch finanzielle. Das muss die Lösung sein in Zukunft für Kommunen, was nicht heißen soll, dass die Zuständigkeiten dabei vermischt werden. Das ist schon klar. Dazu gibt es auch gute Vorschläge, wie solche innerstädtischen Vereinbarungen aussehen, weil auch das ist eigentlich nichts Unbekanntes, dass eine Kommune beispielsweise ihre Tochter beauftragt, bestimmte Aufgaben zu übernehmen. Nichts anderes steckt hier eigentlich hinter. Das ist aber wichtig, das ein bisschen umfassender zu erproben mal. So könnte eine Stadt der Zukunft aussehen, hier am Beispiel des sozusagen Deutz 2050, des klimafitten Dücks, wie die Kölner sagen würden. Sie sehen hier alle Elemente, die ich schon erwähnt habe, einschließlich einer Warneinrichtung, eines da oben am Horizont sozusagen, die frühzeitig einfach sagt, wie funktioniert das Ganze. Sowas an Visualisierung nutzen wir heute immer mehr, weil wir feststellen, dass wir so auch Laien viel mehr ins Thema reinbringen als durch nackte Zahlen und am besten durch diese Katastrophenbilder. Nein, positive Bilder ist das, was Klimaanpassung anfassbar macht und auch motiviert zu mitmachen, weil dort einfach sichtbar wird, wie könnte mein Viertel aussehen, wie könnte mein Gemeinwesen aussehen, wenn wir uns jetzt alle gemeinsam da konzentrieren. Ja, und das haben wir auch im kleinen Teil gemacht, haben uns mit Bürgerinnen und Bürgern, mit Verwaltung, mit den Anliegern hingesetzt und gesagt, wie müsste ein Platz aussehen, der sowohl der Starkregenvorsorge, der Hitzevorsorge dient, aber auch der Umweltverbesserung, ja. Wo möchten wir wohnen in Zukunft? Das ist ein extrem wichtiges Thema, was parallel zur Hitzevorsorge, zur Starkregenvorsorge, am Ende auch zur gesamten Stadtentwicklung der Zukunft parallel gehen muss, ne? Wir sind begeisterte Klimaanpasser, das merken Sie an mir. Wir glauben auch, wir haben eine Menge guter Argumente und die Schadenabwehr, die Schadensminderung ist da ein Part. Wenn wir keinen guten Klimaschutz betreiben, wird es noch schlimmer werden. Wir werden mit verschiedenen Extremereignissen leben müssen in Zukunft, egal ob klimainduziert oder nicht. Aber wenn wir keinen Klimaschutz betreiben, das ist Ihnen allen bekannt, wird es noch viel schwieriger, auch bei uns in Westeuropa damit umzugehen. Von anderen Gegenden der Welt wollen wir gar nicht reden. Aber wenn Sie gefragt werden, warum sollten Sie das eigentlich machen? Es geht auch um Lebensqualität, es geht auch um positive Effekte, es geht um Attraktivität eines Gemeinwesens, die Langlebigkeit und auch die Einsparung von Schadens- und Folgekosten, die wollen wir nicht aussparen. Ja, das ist also die Euro für die Vorsorge ausgeben, spart viele, viele Euros in der Nachsorge. Ich gehe hier nicht mehr darauf ein. Es ist mir wichtig, dass wir nicht über Technik reden. Wir reden nicht nur über Menschen. Wir reden auch über Prozesse. Wir reden über Kultur. Das wissen einige von Ihnen. Manchmal wird es politisch vorgegeben, die Kultur. Manchmal hat es aber auch einfach damit zu tun, ob sich jemand kümmert. Es gibt Städte und Gemeinden, die sind deutlich besser darin, gemeinschaftlich die Zukunft zu planen und auch umzusetzen, andere nicht. Das liegt manchmal daran, dass es einfach unterschiedliche Kulturen gibt, dass die Ressourcen anders genutzt werden. Es gibt ganz seltsame Verhaltensweisen, nennen wir es mal so, die dagegen stehen. Und das muss man offen machen. Und dann sieht man auch, wie
Klimaanpassung gemeinsam mit all den Themen, die ich außenrum geschrieben habe, auch umzusetzen ist. Nie alleine, immer gemeinsam mit den anderen Themen. Und dazu muss die Stadt, also eine Kommune, egal ob es ein Landkreis ist, eine Stadtgemeinde, eine Großstadt, sich nicht nur als Planerin, als Reguliererin, ich bin nur zuständig so und alles andere machen die anderen, verstehen, sondern wir müssen sie alle dazu bringen, sich zu verstehen als Vorbild, als Berater ihrer Stadtgesellschaft, als Versorgerin, als Anbieterin von solchen Lösungen. Das geht natürlich nur, indem Kooperationsfähigkeit verbessert wird, geübt wird, immer wieder eingeübt wird. Da gehört ein bisschen Mut dazu, nicht nur der Führung, sondern auch weiterer Menschen in der Verwaltung und Kreativität, weil es Umsetzungsmöglichkeiten gibt, die nicht im Gesetzbuch stehen, die auch nicht in irgendwelchen Fachbüchern stehen. Die können nur gut ausgebildete und gut motivierte und kreative Menschen gemeinsam erarbeiten, ne? So. Und das ist die Schlussfolie. Das ist das, was nötig ist aus kommunaler Sicht in Kommunen für die Klimaanpassung. Und Sie sehen hier nicht eine eigene Maßnahme, sondern das sind gewisse Grundvoraussetzungen, die wir schaffen, damit Klimaanpassungsmaßnahmen in der ganz normalen kommunalen Entwicklung im Sinne eines Mainstreamings dann auch mehr und mehr umgesetzt werden. Das ist das Ziel, was wir uns am DIFU, aber auch als Zentrum Klimaanpassung gesetzt haben, ne? So, herzlichen Dank dafür. Und hier sind noch die Kontaktdaten wie versprochen. Aber jetzt sind Sie dran mit Ihren Fragen. Gerne Anregungen oder auch Kritik.